Unser Gehirn setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen, nämlich Kleinhirn, Zwischenhirn, Großhirn und Mittelhirn. Jeder Teil hat unterschiedliche Funktionen, wie beispielsweise die Koordination von Bewegungen oder die Steuerung von bewussten Handlungen. Großhirnrinde, beim Menschen besonders hochentwickelt, ist verantwortlich für logisches Denken, Persönlichkeit, Sprachentwicklung und Gewissen. Werden Teile der Großhirnrinde geschädigt, können diese Fähigkeiten verloren gehen. Alle Lebensvorgänge des Körpers müssen gesteuert und sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Dieses geschieht über das Nervensystem. Reize, die von außen auf den Körper einwirken oder im Körper selbst entstehen, werden der zentralen Schaltstelle, dem Gehirn bzw. dem Rückenmark zugeleitet und von hier aus verarbeitet. Die Zellnerven des Parasympathikus dienen dem Stoffwechsel und der Erholung bzw. dem Aufbau der körperlichen Reserven. Überwiegt der Parasympathikus, wird die Funktion und Absonderung im Darm- und Harnbereich verstärkt. Gleichzeitig verengen sich die Pupillen und Herz- und Lungentätigkeit verlangsamen. Als Reflex bezeichnet man einen natürlichen Abwehrmechanismus des Körpers. Dieser kann sich an Organen, Schleimhaut, Muskeln oder Drüsen zeigen. Reflexe sind die Antwort auf chemische oder physikalische Reizwirkungen. Tritt beispielsweise ein Schmerz am Fuß auf, kommt es zu einer Muskelkontraktion, um den Fuß aus dem Schmerzbereich zu entfernen. Dieses geschieht über den Reflexbogen, das heißt, Reize werden zunächst über Nervenbahnen an das Gehirn geleitet und dann verwertet. Auf motorischen Bahnen gelangen sie zum Erfolgsorgan, hier zum Fuß, zurück. Das Nervengewebe ist das Bauelement des Nervensystems. Es setzt sich, wie andere Organe auch, aus einzelnen Zellen und dem umliegenden Bindegewebe zusammen. Während Nervenzellen für Reizaufnahme, Erregungsleitung und Verarbeitung zuständig sind, dienen die Nervenhüllen als Ernährungs- und Stützgewebe für die Nervenzellen. Alle Lebensvorgänge des Körpers müssen gesteuert und sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Dieses geschieht über das Nervensystem. Reize, die von außen auf den Körper einwirken oder im Körper selbst entstehen, werden der zentralen Schaltstelle, dem Gehirn, beziehungsweise dem Rückenmark zugeleitet und von hier aus verarbeitet.